Jo, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Mario Odyssey Video auf meinem Kanal und heute will ich mal wieder das Glitch-Format ein bisschen weiterführen und euch drei neue Glitches vorstellen, die ihr noch nicht kennt, Leute. Also, zumindest hoffe ich, dass ihr sie noch nicht kennt und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an, ohne lange zu labern, direkt in den ersten Glitch und der erste Glitch ist im Sand Kingdom, beziehungsweise im Wüstenkönigreich und dort gibt es ja, nachdem man die Bosse besiegt hat, auf dem Turm ganz oben den Flugdinosaurier und der ist ziemlich verbuggt, Leute. Den kann man nämlich an mehreren Maps, beziehungsweise bei mehreren Königreichen benutzen, um in irgendwelche Wände reinzubauen. Und hier auch im Sand Kingdom, dort kann man nämlich mit ihm an dieser kleinen Kante, die ich euch hier zeige, dort kann man immer wieder, wenn man ganz vorsichtig springt, in die Wand reinklippen und dann ist man letztendlich in den Gemäuern von diesem Turm drinne. Aber ihr seht es, da ist nichts drinne. Man ist einfach dann sozusagen out of map, beziehungsweise out of bounds und man kann auch probieren, in diesen kleinen Raum reinzufliegen, den man da eigentlich nur über den Treibsand betreten kann. Und ich habe es auch geschafft, bin da reingekommen, reingeklippt. Aber Leute, ich hatte es auf immerhin geschafft, ich hatte es ein paar Mal geschafft, aber in diesem Raum habe ich es ja nur einmal geschafft. Wie gesagt, ein lustiger Glitch zum Nachmachen, ist nicht so schwer. Auf zum nächsten. Der zweite Glitch ist im Schlemmerland, beziehungsweise im Lunchen Kingdom und dort könnt ihr euch ein Firebro nehmen und zu der besagten Stelle gehen, die ich euch hier zeige. Da ist nämlich so eine komische Tomate, so eine Paprika, ein Apfel oder was auch immer das sein soll in dieser Polygonoptik und da könnt ihr mit dem Firebro versuchen, an dieser einen Stelle da ranzuspringen, dass dieser Apfel, sag ich jetzt einfach mal, euch durch die Wand drückt und das ist einfach ziemlich einfach. Ich habe es direkt beim ersten, zweiten Versuch geschafft und dann seid ihr dort out of map, beziehungsweise auch out of bounds und könnt dort drinne rumlaufen und könnt sogar in dieses eine Gebäude reinspringen. Ihr seht es hier. Ich habe es versucht, nämlich um die Ecke reinzuspringen. Habe es dann geschafft. War dann letztendlich bei dieser Tür. Also man hat wirklich viel Freiheiten. Ich werde auf jeden Fall das noch öfter machen bei den Glitch-Format, dass ich versuche, out of map irgendwelche Sachen zu finden für euch und das zum Beispiel einzufangen. Wie zum Beispiel hier. Seht ihr zum Beispiel, dass diese Tomaten bzw. diese ganzen Nahrungsmittel ein komplettes Textur haben. Also sie wurden komplett modelliert und wurden nur so reingesetzt. Und man sieht sogar, dass sie sozusagen von hinten auch noch eine Textur haben. Finde ich ziemlich cool. Auch ein leichter Glitch für jeden zum Nachmachen. Ich würde sagen, auf zum letzten für heute. Der letzte hat mir schon ein bisschen mehr Nerven gekostet, aber wenn man es weiß, dann ist er eigentlich mit einer der leichtesten und zwar ist das alles im Seaside-Königreich. Dort nehmt ihr euch auch wieder den Flugdinosaurier, Leute, wer hätte es gedacht und dort fliegt ihr zu dieser einen Stelle ganz am Ende. Müsst ihr versuchen, dass ihr nicht das Wasser berührt, weil ansonsten ist der futsch. Ihr müsst versuchen, ohne das Wasser dort hinzukommen, darauf zu springen. Ihr schafft es, auf diesen Stein rauf zu springen und dann müsst ihr versuchen, nicht wie ich es erst gemacht habe, immer zu springen, versuchen auf die Kante zu springen, sondern mit dem Flugdinosaurier ganz, ganz langsam nach vorne zu laufen und dann klippt ihr auch schon rein in die Wand, könnt euch einfach zurückbewegen und seid dann auch out of Map, Leute, und könnt dort rumlaufen, sogar rumschwimmen, könnt noch weiter schwimmen, in die Ferne, ganz weit, kann Mario einfach dann in seiner Form dort ganz weit schwimmen, tauchen, unendliche Weite und es passiert einfach nichts, das sieht einfach cool aus, finde ich, so richtig out of map und es ist wirklich einfach und für jeden direkt nachzumachen, ansonsten war es das jetzt mit drei Glitches, schreibt in die Kommentare, wie ihr das so findet, ich habe noch ganz viele Glitches, womit ich halt Videos machen kann, zu Mario Odyssey, mir macht es Spaß, ich hoffe euch auch, ich bin raus, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.